Ortstermin. Heute in Halle. In Begleitung einer Freundin will Doreen Fricke an diesem Tag alles Irdische hinter sich lassen und Kontakt mit dem Jenseits aufnehmen. Möglich gemacht durch ein ortsansässiges Medium. 20 Euro wird die Standleitung nach oben kosten. Hallo, ich grüße dich. Und Frau Störzner gibt vor, einen direkten Draht ins Totenreich zu haben. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Und zu einem so mystischen Thema. Es ist ja jetzt nicht so ein Allerweltsthema, wo man jetzt gleich mal überall mit den Arbeitskollegen oder mit jedem drüber spricht. Ja, es ist alles so ein bisschen eine mystische Sache. Die Ansprechpartner des heutigen Seminars, Verstorbene aus dem Umfeld der Lebenden. Bei mir war es vor 5 Jahren mein bester Freund, der tödlich verunglückt ist. Und ja, bin halt gespannt, ob er kommt. Doreen hofft auf Antworten oder zumindest auf ein Zeichen. Trauerarbeit auf spirituelle Art. Mit wem möchtest du Kontakt aufnehmen? Ist eine männliche Person. Patrick. Ja. So, das Geburtsdatum? 25.11.1980. Mir zeigt sich ein junger Mann mit gefärbten Haaren. Ich sehe immer die Farbe gelb. Hat der gelb gemocht? Er hat immer gesagt, ich bin seine Sonne. Ich muss nur die Augen zumachen, nur damit du weißt. Also ich sehe die so auch, aber dann kann ich besser abschalten von der hier, also von der Welt hier. Jetzt lächelt er und er drückt dich. Vielleicht spürst du das auch ein bisschen, ja? Immer. Weil ich sehe, dass er dich einfach wirklich drückt und. Und dich ganz, ganz dolle in den Arm nimmt und sagt, ich liebe dich. Genau. Ist der zu schnell gefahren? Warte. Ich gucke mir das gerade an, das ist irgendwo, ich sehe eine Landstraße. Irgendwo muss er weggerutscht sein oder irgendwas muss im Weg gewesen sein, ja? Wo er einfach ausgeschert ist dann. Okay. Ja, wenn du sagst, ich brauche dich jetzt, ich möchte, dass du bei mir bist, dann ist der auch energetisch bei dir. Okay. Ja. Danke. Gerne. Echte Ergebnisse gab es nicht, nur neue Fragen. Wie funktioniert der Dialog mit den Toten eigentlich? Und woher nimmt Frau Störzner ihre Gabe? Das fließt einfach. Also manchmal sind die auch, die reden sehr schnell. Also ich sehe die dann und dann erzählen die mir was. Ich höre das jetzt aber nicht so als Stimme, wie wir uns jetzt unterhalten, sondern einfach als Idee. Ja? Oder also ich muss einfach nur reden. Also das ist einfach, mein Mund spricht einfach. Das kann ich nicht so beeinflussen, das ist halt dieses Medium. Wer oder was heute tatsächlich gesprochen hat, bleibt im Dunkeln. Wie so vieles an diesem hellseherischen Tag in Halle.